Ja, Hallöchen, hi. Ich habe hier noch einen kleinen Hack für euch. Kaugummi-Hack. Und es geht darum, die Ameisen sozusagen hier loszuwerden. Ich hatte euch ja vor einer Weile mal gezeigt hier, dass die Ameisen hier so in den Türrahmen sich reingefressen haben. Ups. Genau. Da haben sie so Löcher gemacht. Und zerfressen das. Ja, und da ich jetzt sowieso regelmäßig für die Zahnpflege so Kaugummis kaue, habe ich mir überlegt, naja, bevor man die wegschmeißt, kann man die doch einfach so in die Löcher reinmachen. Die haben auch so ein ätherisches Öl, so noch so ein bisschen Geruch, was die Ameisen gar nicht so gut finden. Und von daher nehme ich jetzt einfach mal immer ein Kaugummi, wenn ich den fertig gekaut habe. Macht mal die Hände ein bisschen feucht mit Spucke. Und dann klebt man den da rein. Aber ich muss die Hand noch mal ein bisschen feucht machen, die Finger, sonst klebt er so am Finger. Ja. Und wenn das noch nicht reicht, dann kann man beim nächsten Mal den nächsten Kaugummi da reinschmieren. Also, genau, so ist das. Ja, da hast du jetzt noch ein bisschen Platz für die nächsten Kaugummis. Ja, das so als kleiner Tipp, wenn ihr sowieso Kaugummis kaut, für die Zahnpflege oder so. Am besten natürlich ohne Zucker. Und ja, wenn ihr die entsorgen wollt und habt so eine Ameisenlöcher oder so, die ihr zukleben könnt auf irgendeine Weise, wenn die so einigermaßen stabil sind, bei Holz oder Fliesen oder irgendwas, und ihr wollt jetzt nicht komplett renovieren oder so, ja, dann könnt ihr das mal auf so eine ganz schnelle Art fixen, wenn es jetzt nicht irgendwie mega auf Top-Qualität und Aussehen drauf ankommt, wenn es jetzt irgendwo an einer Stelle ist, wo es eh nicht so stört oder wo man eh jetzt noch nicht renovieren wollte, dann kann man da mal ganz schnell was fixen. Okay, das war's. Bis dann. Ciao.